We had a shooting took place down this alleyway. I need you guys to try and recover the Gat. Happy hunting. In L.A. Noire geht es darum, während einer der kriminellsten Epochen in der Geschichte der Stadt Karriere beim Los Angeles Police Department zu machen. In 5 verschiedenen Dezernaten erlebt der Spieler, wie hart und herausfordernd das Leben eines Detectives sein kann. I'm here to learn, Detective. In jedem Dezernat gilt es, verzwickte Fälle zu lösen. Sorgfalt ist nötig, eine ruhige Hand und ein guter Partner. I'm to it, boys. We got bad guys to catch. Partner helfen dem Spieler, sich im Dezernat einzugewöhnen, Hinweise zu finden und Gegner außer Gefecht zu setzen. Cole Phelps beginnt als Streifenpolizist. Aus dem Krieg heimgekehrt, sucht er einen Neuanfang. Zusammen mit Officer Ralph Dunn lernt er schnell, dass man es nur mit Initiative zu etwas bringt. Get yourself 2 suits, get them pressed. You'll be needing them. Beim Verkehrsdezernat muss er mit Partner Stefan Bekowski erkennen, dass scheinbar klare Fälle oft düsterer und komplexer sind als vermutet. It's not my fault. I'm not a bad girl. Beim Morddezernat untersucht Phelps zusammen mit Rusty Galloway eine Reihe grausiger Morde. The first rule of police work is make no assumptions until you've seen the evidence. Alle weisen erschreckende Ähnlichkeit mit dem Black Dahlia-Fall auf, einem der bekanntesten ungelösten Mordfälle aller Zeiten. Welcome to Vice. Dann wird Phelps zur Sitte befördert, dem schillerndsten Dezernat des LAPD. You're working with the big boys now. Von Partner Roy Earl lernt Phelps jedoch, dass dieser Schein oft trügt. Herschel Biggs von der Brandermittlung hat schon alles erlebt. There isn't much left. There never is, if the job's done properly. Und dennoch stoßen er und Phelps auf eine Verschwörung, die Stadt bis ins Mark erschüttern könnte. Der Spieler kann jederzeit Fällen nachgehen, die Zentrale über Funk durchgibt. Mit steigendem Rang erhält man Intuitionspunkte und durch Sehenswürdigkeiten den höchsten Rang. Nach Abschluss jedes Falles erhält man eine Bewertung, dann geht es weiter. Oder man wiederholt den Fall und entscheidet bei Ermittlungen und Verhören anders. Oder verfolgt andere Hinweise, um seine Bewertung zu verbessern. What about Nicole, Mrs. Black? Die Arbeit eines Detectives bringt stets neue Herausforderungen. You carrying a warrant? No, do we need one? Und mit Hilfe seiner Partner lernt man, dass in der Stadt der Engel viele Abgründe lauern und dass viel Geschick dazu gehört, zu erkennen, ob jemand unschuldig ist oder ein dunkles Geheimnis verbirgt. The evidence says that you killed her. You're not hanging this one on me, partner.